Ich bin nur müde. Verheimlicht mir nichts. Würde ihn gerne überreden, einschüchtern. Also, ich habe die Talentspezialisierung nicht, aber ich würde gerne versuchen, ihn einzuschüchtern. Ja, Tau, Würfel mal Heilkunde Wunden. Natürlich. Auf wen? Oder allgemein? Auf Bochonifatius. Ach so. Natürlich. Ein Moment. kundiger Blick als Mediziner. Handwerk, Handwerk, Handwerk. Krankheiten, Gift. Wo bist du, Wunden? Du siehst, wie wohl sein Knöchel, sein Stiefel, einige. Er hat wohl irgendeine Wunde an seinem Gelenk, an seinem Fußgelenk. Und hat da wohl jetzt auch die Kleidung durchgeblutet. Wie das? Seht ihr das? Ja, Das sieht nicht normal aus. ihr seid verwundet. Wo habt ihr Ja, euch diese und Wunde zugezogen, Bronifatius? das beim Graben vorhin. Lügt Wurde er sie mich an? gebissen? Nein, er lügt nicht. Ich dachte, das wäre nichts. Als wir im Massengrab standen, ihr erinnert euch an die Gräben, die dort gezogen waren. Irgendeine Ratte oder so etwas, was mich gebissen hat. Nicht weiter schlimm. Ich sehe das definitiv sehr viel mehr als schlimm. Tau, wisst ihr etwas darüber? Es könnte sein, dass er, wenn ihr sagtet, die Ghule sind Infizierte, und wenn Das hat der diese Baron Tunnel gesagt. Ghul-Tunnel waren und wir gegraben haben, dass die Ghule geweckt haben und sie ihn gebissen haben könnten, dass es ihn infiziert hat. Verstehe. Ardo steht immer noch mit dem Schwert erhoben hinter Boronifatius. Dann werde ich jetzt nicht zuschlagen, sondern mich lieber auf die Ghule auf der Bonifatius, legt euch hin. Galerie konzentrieren und meinen Armatrutz wirken. Du rennst die Treppe hoch. Was tut der Valgeron? Ich bin mich am Bereitmachen, meinen Ignifaxius sprechen zu müssen, wenn sie anfangen, über die Veranda zu klettern. Also ich achte auf die Galerie, wenn sie anfangen, in den Raum fallen zu wollen, dass ich dann sie in Brand setzen kann. Ja, du siehst auch tatsächlich, wie eine von diesen ekelhaften Kreaturen scheint besonders kleines Exemplar zu sein, unglaublich gebeugt, klettert wohl gerade auf die Holzgalerie und setzt zum Sprung an. Ist natürlich fraglich, zweifelhaft, ob es den Sprung überhaupt überleben würde, aber es würde es gerne versuchen. Die anderen Ghule schauen merkwürdig intelligent zu dem ersten derjenigen, der es versuchen wird. Du kannst den Versuch abbrechen. Ja, ich würde gleich den Initialschlag nutzen. Warte mal, wie heißt das? Mehrere Ziele mit, was gehen wir auf die vollen, mit 5 Opfern, halbe Zauberdauer. Okay, 5 Würfel. 5 Würfel, 5 Ghule. Das heißt, jeder von denen bekommt einen W6, Genau. weil gleichmäßig aufgeteilt wird. Genau, Beziehungsweise wir nehmen den Durchschnitt und teilen den dann auf. Genau, halbe Zauberdauer war eine 4, halbiert sind 2. Das klappt durch die 5 für die Mehrfachziele reicht das. Dann 5, 4, 6. Kannst du versuchen, einen der Ghoul-Sammler runterzuschießen. 5 Stück runterzuschießen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. 13 sind, ich runde mal auf, sind 15. Das heißt, jeder von den Ghoulen bekommt 3 Trefferpunkte, beziehungsweise Schadenspunkte. Und deine Flammenlanze fächert sich auf und hüllt sie dann in so einen ja, Flammenwerfer, der aus deiner Hand rausstrahlt. Aus den einzelnen Fingern kommen die 5 Strähle und treffen sie dann. Die sind alle tot, oder? Natürlich mit 3 Schaden. Naja, aber sie sind jetzt zumindest angezündet. Regeltechnisch nein.
weil du erst bei Wunden dann den Folgeschaden machst. Okay, was tut derweil? Ardo richtet die Treppe hoch, Geron fächert seinen Flammenstrahl auf. Midas, Mycho, Tau, Travigor, Mycho, versuch's nochmal. Ja, Ardo hinterher. Ardo hinterher die Treppe hoch, ausgezeichnet. Ja, ihr könnt dann nach und nach nach oben treten und steht dann vor einer großen Rotte der kleinen Sammler, die euch gierig anstarren, haben wohl auch schon Fleischbrocken im Mund. Und einige sind wohl verletzt. Ihr könnt sehen, wie so ein bisschen dunkelbraunes, teilweise mal grünes Blut aus ihren Wunden sickert. Hoch ansteckend, hochgiftig. Mutprobe plus 3. Schreckgestalt. Und für Ardo natürlich auch wieder sein Nachteil. Der ist, glaube ich, schon noch gezündet. Du hattest ihn einmal. Habe ich schon gewürfelt, habe ich genau. Diesmal sogar geschafft. Ja. Die Mutprobe sei auch gelungen. Und für Mycho würfel ich gerade mal selber. 14, das ist wahrscheinlich nicht gelungen. Ja, Mycho schaudert noch so ein bisschen, steht hinter Ardo, du könntest sie angreifen. Die stehen so abwartend da, oder? Ja, teilweise brennen, klopfen sie sich noch so ein bisschen auf, also du siehst, dass sie boshaft intelligent wirklich sind. Und verkrümmt, also du betrachtest die Haut, die so rissig ist, eingefallen, einige Furunkel, die an ihnen noch glitzern und schimmeln und irgendwelche Sekrete, die in der Haut austreten, also sie sind echt wirklich widerlich und es riecht so ein bisschen nach faulem Gemüse, hast du das Gefühl. Was wollt ihr? Fleisch. Sie greifen an. Na super. Ja, dann Inni, oder? Oben auf der Galerie entbrennt jetzt auch der Kampf gegen Ardo und gegen Mycho. Derweil die anderen unten. Heron, Midas. Sind es die gleichen oben auf der Galerie, die versucht hat, also wo einer versucht hat, da runter zu springen, oder ist es eine andere Gruppe? Das ist die gleiche Gruppe. Also du würdest sagen, das sind jetzt oben auf der Galerie so 10 Stück. Die Galerie ist ziemlich groß und aufgefächert. 5 davon sind jetzt wieder am Ausklopfen. 2 stehen da wohl irgendwie an der Galerie und wollen sich jetzt auf Ardo und Mycho stoßen. Andere von diesen 10 keckern gerade umher und versuchen nach anderen Rittern zu greifen. Liegen wohl schon 2 Ritter tot auf der Galerie. Von der Rondre-Gewalten keine Spur, aber der Schutzkreis ist gezogen. Dann hält's Travigo auch nicht weiter aus und eilt seinen Freunden hinterher. Die Treppe hoch. Ich bin bei Tau. Ich fange an. Ich denke mir, wenn er gebissen wurde, dann kann es sich eigentlich nur um mein Gift handeln. Könnt ihr etwas dagegen tun? Ich werde es versuchen. Ich werde mein Bestes geben, aber garantieren kann ich nichts. Ich würde mir Zeit lassen. Tau, wenn jemand davon gebissen wird, was schlagt ihr vor? Amputieren, bevor sich das Gift ausbreitet? Meine magischen Fähigkeiten werden nicht ausreichen, um jeden Einzelnen zu heilen. Amputation wäre die beste Möglichkeit in dem Fall. Natürlich. Ja, dann würde ich mal ganz entspannt, also ich habe mich ja mit Tau darüber unterhalten, da würde ich zurück zur Masse gehen und mal freundlich fragen, ob jemand verletzt ist, weil wir da hinten einen Heiler haben und der sich das Ganze einmal ansehen würde, sobald er sich um den Boron-Geweihten gekümmert hat, dem es ja auch nicht so gut. Liebe Leute. Ich hab Husten. Ja. Mein Bein ist gebrochen. Bein ist gebrochen und das ist schlimm, aber ich glaube, dafür haben wir später auch noch Zeit. Es geht um blutende Wunden und ähnliches, was sofort versorgt werden muss. Ist hier jemand verletzt? Ja, zögerlich hebt ein kleines Kind den Arm und du siehst, wie die Mutter den Arm schnell wieder runternimmt. Junger Mann, komm doch einmal her, es wird alles gut werden. Wir haben einen sehr kompetenten Heiler. Deine Mutter muss sich keine Sorgen machen. Komm doch einmal zu mir. Ja, weil du winkst den Jungen gerade zu dir ran, da kannst du über dir ein Krachen vernehmen. Die Galerie scheint so ein bisschen zu explodieren, gerade die Steine, die jetzt gerade herumwirbeln und der Eingang zu der eigentlichen Kapelle oben, das, was der Schutz eben gerade wohl gesprochen worden ist. Holzplanken, die herumwirbeln, splittern,
die Gule, die gerade eben Ado und Mycho angreifen wollten, verharren, drehen sich um. Sie sind in Schwertreichweite und während sie sich selbst umblicken, könnt ihr es erkennen. Sie haben ein Ork-Ghoul. Da ich keine Magiekenntnis habe, weiß ich nicht, was das ist. Hm. Ein Ogre-Ghoul. Okay. Och, darf ich mal auf Kriegskunst würfeln, ob wir noch irgendeine Chance haben, hier lebend rauszukommen oder den Kampf zu gewinnen? Du kannst auf Kriegskunde würfeln, klar. Dir sieht der Rondor-Tempel tatsächlich aus wie so etwas wie eine Todesfalle. Türen öffnen und raus. Ja, dann brülle ich jetzt mal runter. Raus hier! Das ist eine Todesfalle! Neben dir kannst du sehen, wie Travico die Treppe gerade hochgehechtet ist. Zurück, zurück, zurück! Weg hier! Der Ork-Ghoul blickt sich kurz um. 4 Meter wird er wohl sicherlich groß sein und ihr könnt seinen widerlichen Gestank auch schon von dort hinten erkennen, auch wenn er viele Meter von euch weg ist, aber strömt gerade rein, die Pestfliegen, die ihn begleiten. Und einer von diesen herausgebrochenen Steinen, die er eben zertrümmert hat, nimmt er, greift er und zielt. Worauf? Auf die drei auf der Galerie, auf Baron Travigor, auf Mycho und auf Ado. Ich renne. Weg hier. Die Kuhle, die gerade eben neben euch standen in Schwertreichweite, springen ebenso von der Galerie die 10 Schritte runter. Das, was sie eben versucht hatten, was Geron ihn ausgetrieben hat. Und ja, nicht alle 10, aber so die ersten 7 oder so springen runter. 10 Schritt sind 10 W6 minus 10. Würfeln wir spaßeshalber mal aus. Sind nur 24. Die Ghule klatschen auf die Stellen auf, wo sie irgendwo standen, irgendwo neben der Galerie, brechen sich die Knochen, die Arme, wenn sie sich abstützen, aber sie leben noch. Heulen und schreien und kreischen. Travigo rennt die Treppe hoch, sieht den Ogre-Ghul, macht auf der Stelle kehrt und rennt zurück. Runter. Der Kastellan derweil schreit auch: Was soll das mit den Toren? Nein, wir müssen. Die Tore sind verschlossen. Wohin? Mach die Tür auf! Ja, dadurch, dass ihr zum Glück keine Bänke genommen habt, um das zu verbarrikadieren, ihr könnt den Schutzsegen von Midas noch irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten, also nicht in den Kreis reintreten, um es zu verwischen. Könnt aber die Tür dann aufmachen und könnt dann im der Kreis würde nicht verwischen, selbst wenn man reintritt. Okay, gut. Also auf alle Fälle, ihr könnt sehen, wie Azzo von Bregelsaum, der Bannerherr, wohl verschwunden ist. Ihr wisst nicht genau, wo er ist. Der Lärm von den Mauern ist wohl eigentlich nicht mehr vorhanden. Ihr könnt noch schreien und kreischen aus dem Inneren der verschiedenen Ringe hören, aber ihr seht draußen im Innenhof sonst keinen mehr. Die Flüchtlinge, wie gesagt, so ganz grob 100, 120 vielleicht, strömen ebenso nach draußen und plötzlich wird das alles wieder sehr, sehr still. Ravigor rennt runter. Ado, Mycho, willst du auch runterrennen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, so stürmt ihr wieder nach draußen und könnt dann noch hören, wie hinter euch Burgol, der Bäcker, ist einfach zu fett und sein Opfer soll die Ghule vielleicht etwas länger ablenken. Die drei anderen Ghule von der Palisade haben ihn dann wohl auserkoren und er bleibt zurück. Mit einem, er streckt noch seine Hand nach euch aus, wirft noch einen verzweifelten Blick in die Richtung von Tau. Nein! Helf mir! Und dann wird er zerrissen. Die Tau weiter. Wir müssen Boronifatius heilen. Ja, und da ist noch ein Junge, der offensichtlich verletzt ist. Den solltest du dir auch einmal anschauen. Vielleicht ja, so schnell wie möglich. Ich habe mir vorhin beim Spielen mein Knie aufgekratzt, das blutet. Ja, wir müssen jetzt weiter. Das ist egal. Schlacht ihm das Bein ab. Mehr laufen, weniger reden. Das brauchen wir noch. Wir haben Zeit. Also, wenn. Er sieht noch nicht so schlimm aus. Aber wir behalten ihn im Auge. Ja, ihr lauft weiter, könnt sehen. Und zwar vor euch, das Tor ist wohl noch geöffnet. Von den Rittern weiter keine Spur. Die Stadt ist fast menschenleer. Dieses Tor geschlossen. Und etwas, was euch auffällt, Geron vor allem, ein Kräutergarten.
viele Heilkräuter, die hier gepflanzt worden sind, könnte eventuell hilfreich sein. Aber offenes Gebiet. Eure Wahl. Hier? Oder wo? Hier. Kräutergarten. Ah. Ja, ihr könntet natürlich jetzt in den oberen Ring wechseln. Das hier ist verschlossen. Da müsstet ihr hochklettern. Geht natürlich nicht mit den Flüchtlingen. Ihr selbst als Helden könntet das machen. Aber ansonsten seid ihr hier irgendwo in offenem Gelände. Hier. Wenn ich das geschlossene Tor sehe, dann spreche ich einen Spinnenlauf und kletter die Wand hoch. Ja, ich würde auch versuchen, die Wand zu erklimmen. Immerhin bin ich wechsgeweihter Fassadenkletterer. Ja, da kannst du eine einfache Kletterung machen. Ich lehne Bonifatius an die Wand und während die beiden die Wände hochklettern, versuche ich einen klaren Purum auf ihn zu wirken. Jetzt habe ich die Zeit. Dauert 14 Aktionen. Mincho, da drüben sind Heilkräuter. Die habe ich. Na und? Meint ihr, da sind wirklich Heilkräuter oder vielleicht nur irgendwelche Gewürze oder sowas Unbrauchbares? Es sieht nach Heilkräutern aus. Mir weiß noch nicht mal, was dem ist. Also ich habe auch keine Ahnung. Wenn, dann müsst ihr euch das anschauen. Ich würde euch natürlich decken. Ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt den Boronifatius erstmal, bevor er uns noch in den Rücken springt, weil er selbst zum Ghoul wurde. Dann decken wir Tau. Torgris. Zu dritt rausbrechen. Ist yes! Von den Fingern von Tau löst sich pure Energie und strömt durch Bonifatius. Und das komplette Gift von ihm oder das Ghoul-Gift, was in ihm ist, wird komplett neutralisiert. Die Probe ist erschwert um die Stufe des Ghoul-Giftes. Das ist 10, dementsprechend ist der Knochen Purum erschwert um 10. Ja, aber deswegen habe ich einen plus 23 gewürfelt. Ich wollte nur einfach regeltechnisch dazu sagen, okay. Denn das ist dir im Vorfeld nicht bekannt. Eben, deswegen habe ich die Erschwernis nicht eingetragen. Das Ganze kostet dich ASP in Form von 10, beziehungsweise dem Ghoul-Gift, also 10 ASP weniger, die dir zur Verfügung stehen. Du kalkulierst gerade so ein bisschen dein Speicher durch, den dir Marder gegeben hat, und dir wird klar, du kannst nicht alle retten. Ich kann maximal noch einen retten. Danke. Du siehst, dass sich die Augen von Boronifatius auf alle Fälle wieder so ein bisschen weißlicher gefärbt haben, aber seine Haut hat schon wirklich gelitten. Also in der kurzen Zeit, die er da wohl gekratzt oder gebissen worden ist durch den Stiefel, die Wunde, die er irgendwie geheim gehalten hatte oder es einfach nicht für nötig gefunden hatte, die anzusprechen, hat sich nicht geschlossen, aber sie ist zumindest nicht mehr, sie riecht nicht mehr nach ekelhaftem Gemüse. Midas und Alu erreichen gleichzeitig das Tor. Ja, Midas, Quatsch, Ado rennt einfach das Tor mit auf allen Vieren hoch. Ja, Midas. Völlig unnatürlich, aber gerade das Tor hoch. Ja, Midas sucht sich natürlich Steine, an denen er sich hochziehen kann. Das ist eine recht glatte Wand, aber er findet Griffe und Halte und ist dann etwas später als Ado, aber trotzdem immer noch relativ schnell. Ja, Ado muss dir auf alle Fälle noch die Hand reichen und dich dann am letzten Mal hochziehen über die Zinnmauer und dann steht ihr in dem kleinen Torhaus. Verlassen. Tor aufmachen. Hier. Ja, große Kette, die ihr bedienen müsstet, einfach ziehen. Körperkraftprobe bitte und ich brauche von euch 15 Punkte. Das ist das falsche Talent. Ja, wie das kleine Bizeps-Ärmchen versuchen sie ein bisschen zu spannen, aber er ist nicht der Krieger. Muss man Körperkraft aktivieren? Ah ne, Körperkraftprobe. Okay, Körperkraft. Alles gut. Da habe ich zum Glück eine 16. So, kann ich von unten mich dagegen stemmen oder versuchen, Fallgatter nach oben zu stemmen? Ja, aber dann gebe ich dir nur die Hälfte von deinen Gaka, die du erwürfelst. Also das Tor öffnet sich in Spalt, reicht aber noch nicht, dass man drunter durchtauchen kann. Kann ich anstelle von Körperkraft mit Schlösser knacken immer, ich weiß nicht, irgendwelche Sachen unterlegen, sodass ich die Kette Stückchen für Stückchen hochheble. Mechanik. Okay. Mechanik habe ich nicht. Ja, derweil Tau ist beschäftigt. Mycho, Geron, Travigor, was du dir? Ich würde Tau weiterdecken. Tau, wir können nachher einen Unitazi wirken, falls es mehr Verletzte gibt und ich noch Kraft habe.
Ich hoffe, dass es nicht notwendig ist, aber danke für den Gefallen. Brennt lieber ein paar nieder. Ja, macht es, macht es. Wir müssen hier unbedingt weg. Dann trete ich vor die Gruppe Richtung Rondra-Tempeltür, dass ich freies Schussfeld habe, um die anderen hinter mir zu decken. Ja, du kannst erkennen, wie es ist nur einer. Zum Glück ist es nur einer, aber es ist der Orgul. Geht aus dem Tempel heraus, die anderen sind wohl noch im Inneren geblieben und ernähren sich davon im frischen Fleisch, aber der Orgul ist hinausgetreten. Beinung, und er hat einen großen Felsen in seiner Hand. Wie hat das denn durch den Kreis geschafft, den ich gezogen habe? Oder ist er einfach durch die Wand gegangen? Er ist auch durch den offenen Eingang gegangen. Er kriegt ja Schaden dafür. Okay, na gut. Kriegt Schaden, aber das ist ihm auch cool egal. Er hat mehr Lebenspunkte. Na gut. Ja, Entfernung, du hast es eben gesehen, 36 Schritt. Ja. Dann... Oh, das ist... Es ist dumm, aber ich tue es trotzdem. Ich lasse mir Zeit für einen Ignisfero-Feuerball. Okay. Er versucht, den Brocken zu werfen und sieht nicht unbedingt an dich an, aber du bist nach vorne getreten, damit dann keine andere der Zivilisten verbrannt wird. Mycho derweil, was möchtest du tun? Eigentlich sucht er eine Nische, um abzuhauen. Möchtest du dich von den anderen trennen? So eine große Gruppe ist natürlich auch sehr, sehr verführerisch für die. Ja, möchte eigentlich nicht, aber er würde auf jeden Fall mal nach der Möglichkeit gucken, wo man wegkommt. Tja, jetzt aktuell bist du so ein bisschen eingesperrt, du guckst eben zu den verschiedenen Himmelsrichtungen. Auf der einen Seite das große Kräuterbeet, das ist natürlich alles offenes Gebiet. Wenn die dich von der Palisade sehen, gefährlich, aber du könntest in das Wirtschaftsgebäude reinrennen. Das ist vielleicht hoffentlich noch nicht eingefallen, da war es noch nicht drin. Du könntest dich einfach im Pulk verstecken von den Zivilisten. Du könntest, na gut, der Orgul steht jetzt gerade im Rondra-Tempel da zurück, ist keine gute Idee. Oder zurück in den oberen Ring. Keine Ahnung, was sich da erwartet. Die anderen wollen wohl in den letzten Ring vordringen. Tatsächlich würde er sich in die Zivilisten stellen. Menschliche, fleischliche Schutzschilder. Geron, würfel mal gerne eine Ausweichenprobe. Der genau, die schlägt. Ist halbiert wegen längerfristiger Aktion. Du kannst natürlich auch deinen Zauber abbrechen. Die plus 4 war noch für den Flammstrahl. Was hatte ich gewürfelt? Ich hatte eine 8. Würde ich chippen. So ein Stein könnte wehtun. Der Felsbrocken rast in Zeitlupe auf dich zu. Das war ein Stück von der Zinne, was er abgerissen hat und jetzt auf dich wirft. Nein, der wird einschlagen. Du guckst noch, würfelst dein, also du kanalisierst die Zauber, willst ihn wegbrennen und da schlägt der Felsbrocken dir voll gegen die Brust. Lässt dich zurücktaumeln, 17 TP. Rüstung? Hast du wahrscheinlich 1 oder so? Gar keine. Okay, dann 17 SP. Wunde? 2 Stück? Sicherlich, ja. Der Feuerball müsste auch in mir explodieren, dadurch, dass der Zauber abgebrochen wird. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Du hast noch nicht fertig kanalisiert, also ich würde ihn nicht hier sonst einfach ganz normal würfeln lassen. Hast du Zauberkontrolle? Wenn du patzt, auf alle Fälle. Bei der Doppel-1 kriegst du ihn auch noch ganz normal raus, dann verbrennst du ihn also. Einfach mal würfeln, deine 3W20. Selbstbeherrschung. Nee, das war nix. Bist du ein Tollpatsch oder so? Nein. Wilde Magie? Nein. Gut. Dann gelingt er nur einfach nicht. Du wirst nach hinten getaumelt und mitten in die Zivilisten reingedrückt. Martha Mycho kann dann nicht noch auffangen, aber dein Brustbein wird so ein bisschen mit dem Knacken nach innen gedrückt und du bist gerade ein paar Zentimeter kleiner geworden, hast du das Gefühl. Denk mal, wir kriegen das von oben mit, oder? Geron!
Ja, ein letztes Mal könnt ihr eure Kräfte anspannen. Travigot, der drückt. Midas, der versucht mit Mechanik. Hast du gewürfelt? Nee, ich habe keine Mechanik. Du hast keine Mechanik. Deshalb habe ich ja gesagt, kriege ich das von oben mit, dass der da rausgetreten ist, der Urk-Ghul. Nein. Du bist gerade. Auch nicht, als der Fels da eingeschlagen ist. Du kannst es hören, wie es jetzt kracht, ja. Okay, dann würde ich mich zumindest mal, weil ich eh nichts an der Kette reiße, wortwörtlich, mich mal orientieren, wo denn diese Sache hergekommen ist. Ja, irgendwo wohl Wurfrichtung, Einschlagrichtung von Rondra-Tempel, ein gewaltiger Brocken, den können normale kleine Ghule nicht fangen und dann eben hier eingeschlagen. Das ist das letzte Fitzelchen, was du noch sehen kannst. Und Geron wird zurückgeworfen, Ado und Travigor drücken und ziehen noch einmal. Und dann reicht es zumindest, dass man dann unter dem Tor durchtauchen kann und ihr zumindest im inneren nächsten Ring seid, was natürlich auch eine Todesfalle sein kann. Aber zumindest seid ihr oben und könnt ihr zur nächsten Brückenstation eilen. Und dann klettere ich auf jeden Fall auf der anderen Seite der Mauer wieder runter. Gute Arbeit, Midas. Ich hatte schon für ein paar Momente gedacht, ihr rennt einfach ohne uns weiter. Aber ohne euch niemals, Baron. Hab Dank. Und jetzt, Hopp, wir müssen zum nächsten Tor. Das sind Zivilisten, mach die Tore auf! Aus dem anderen Brückenhaus könnt ihr dann sehen, wie wohl weitere Waffentreuer herangetreten sind und die jetzt ebenso versuchen, euch den Einlass zu gewähren. Ihr könnt Geron ziehen und schleifen. Ja, ich bin ohnmächtig. Das wird ziemlich widerstandslos von mir. Ich würde die... Wenn ich das sehe, würde ich ihn natürlich mitziehen. Mit meiner gesteigerten Körperkraft ihm habe ich die ja zu verdanken. Ja, lest ihn dir auf den Rücken auf und dein Schwert in der anderen Hand und kannst dann die anderen Zivilisten reinwinken. Ja. Seid ihr im nächsten Gebäudekomplex, beziehungsweise könnt ihr gleich in den nächsten Ring vortauchen, denn die anderen machen hoch. Lassen euch durch und machen dann wieder runter. Ihr könnt dann auf der anderen Seite sehen, Ghule sind wohl nicht gekommen, aber ihr könnt noch den verwesenden Leib des Ork-Ghuls erkennen, der jetzt an den Gitterstäben rüttelt, was natürlich für weitere Panik sorgt. Aber ihr seid dann im nächsten Ring. Vor euch könnt ihr sehen einen Friedhof bzw. eine große Familienkapelle der Familie Bregelsaum und das Gesindehaus mit Küche. Da könnt ihr vielleicht etwas zur Kraft kommen. Ich denke, wir sollten hier eine Weile verharren, ausruhen, uns erholen. Baron, die Brücke ist direkt vor uns. Wir sollten die Brücke überqueren. Wenn die Brücke hochziehen, da können wir Luft schnappen. Ich guck mir die Leute mal an, wie beisammen die noch sind, ob die das noch schaffen würden. Ja, wieder einmal komplett entkräftet, auch voll von Panik und Angst geschüttelt. Und der Kastellan winkt sie tatsächlich wohl auch schon wieder weiter rein in Richtung der... Er überlegt kurz, ob es die Kapelle ist, sagt dann mal in die Gesindehäuser und schickt dann wohl die Zivilisten dort hinein. Tritt dann noch einmal zu euch heran. Die Brücke ist hochgenommen. Der Bregelsaum ist selbst nicht da. Dann ist es hoch. Wie kommen wir da ran? Wie können wir die Flüchtlinge in Sicherheit bringen? In die Gesindehäuser, da sind wir hoffentlich sicher. Hier haben wir noch mehr von den Waffentreuen. Habt ihr sie gesehen? Hier stehen sie noch auf den Mauern. Uns kann nichts passieren, das ist eine Trotzburg. Sie sind die Wände hochgeklettert. Ihr könnt mal eine Probe auf Baukunde, Steinmetz, Götter und Kulte würde ich als Ableitung zulassen. Könnt natürlich wieder andere Dinge anbieten. Zimmermann wäre auch irgendwo noch vertretbar. Um was rauszufinden? Das sage ich euch, wenn ihr es geschafft habt.